Hier in Berlin-Tegel startete oder landete zu besten Zeiten alle 2 Minuten ein Flieger. Bis der Hauptstadtflughafen BER dann doch noch irgendwann fertig wurde und im November 2020 hier die Lichter ausgingen. Für das Areal mitten in der Hauptstadt gibt es hochfliegende Pläne. Ein großes Wohngebiet, ein Forschungs- und Industriepark, dazu riesige Grünflächen. Aber noch steht die legendäre Immobilie. Zum Glück, muss man sagen, denn sie wird gerade dringend gebraucht. Für eine zentrale Registrierstelle für ukrainische Geflüchtete sowie eine Notunterkunft vom Deutschen Roten Kreuz. Max Kell und André Kartschall haben sich mittendrin im ehemaligen Airport in Berlin umgesehen. Einzug in ein Provisorium mit einem ehrgeizigen Ziel. Ukrainische Flüchtlinge sollen maximal für 3 Tage auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens unterkommen. In dieser Zeit sollen sie registriert und danach in ganz Deutschland verteilt werden. Stefanie Dunkel-Janssen koordiniert die sozialen Dienste hier. Die letzten Tage haben bereits Spuren hinterlassen. Ich finde, Menschen, die mit so einem Leid und mit so einem traurigen Gesichtsausdruck kommen, es gibt so Phasen, da muss ich einfach manchmal rausziehen aus der Situation. Bis zu 10.000 Menschen pro Tag werden hier erwartet. 400 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst und viele Freiwillige betreuen sie. Auch hier in Tegel wird sich entscheiden, wie gut Deutschland mit den vielen Kriegsflüchtlingen fertig wird. Viktoria stammt selbst aus der Ukraine. Sie ist seit 2019 in Deutschland und hilft jetzt, hier für ihre Landsleute zu dolmetschen. In ihrem Alltag ist sie mit vielen Schicksalen konfrontiert. Das, was die also zu Hause hatten, die haben alles verloren. Es gibt natürlich verschiedene Leute. Manche haben also Familienmitglieder auch verloren. Es waren also bei mir eine Frau mit 3 Kindern und der Mann wurde also getötet. Ja, das ist für mich also als für Ukrainerin, das ist also unglaublich traurig. Ja, aber ich habe kein Recht, also hier zu weinen oder sowas. Ich muss die Leute unterstützen. Viele Helfer kommen aus allen Teilen der Gesellschaft. Christian Lindemann beispielsweise ist eigentlich Pilot bei der Lufthansa, momentan aber in Kurzarbeit. Also kommt er jeden Tag hierher und macht sich nützlich, wo er kann. Das wieder zu sehen, wo man halt früher gearbeitet hat, ist dann wieder schön. Und auch so die ganzen kleinen Abkürzungen zu kennen und wieder zu sehen, das macht schon Spaß. Und dass man Leuten hier noch helfen kann, ist umso besser. Tegel ist ein Ort, an dem im Moment viele anpacken. Auch in dieser Zeltstadt, Teil des Provisoriums, das sogenannte Labor 5000. Eine autarke Notfalleinheit für den Zivilschutz. Das System ist noch relativ neu, aber bereits 2-mal zum Einsatz gekommen. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und während der Pandemie. Das Deutsche Rote Kreuz sehe es gern, wenn Deutschland weitere solcher Einheiten beschaffte. Es kann nicht sein, dass wir nur Vorsorge treffen in der äußeren Sicherheit, in der militärischen Sicherheit und die Sicherheit der Menschen bei uns in Bezug auf Krisen- und Katastrophensituationen vernachlässigen oder gar vergessen. Zwischen 25 und 30 Millionen Euro kostet ein Labor 5000. Viel Geld für ein Provisorium. Und doch ist das nicht viel mehr als eine Anfangsinvestition angesichts der vielen Flüchtlinge, die noch kommen dürften.